swipe. Just picked up some fans, come again. They do what I do, I'm like Simon Says. Yeah, I'm the running man, rapping rubber fans. They do what I do, I'm like Simon Says. They do what I do, I'm like Simon Says. So, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Tag 3 in Eisenach. Wie ihr es vielleicht in der letzten Szene gesehen habt, gab es gestern Abend beim Showdriften noch einen kleinen Crash zwischen mir und Martin, meinem Kollegen hier. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Ich habe sowas auf jeden Fall noch nie gesehen. Es sieht viel schlimmer aus, als der Crash sich angefühlt hat. Ich zeige euch mal kurz, was bei Martin kaputt gegangen ist. Bei Martin ist nämlich fast genau nichts passiert. Bei dem Molly von Martin ist nur so ein leichter Knick in der Bearspar drin. Und hier außen ist der Halter leicht gebrochen. Also überschaubar, es ist wirklich nicht viel kaputt. Hier ein leichter Riss in der Stoßstange, schon wieder geflickt. Wenn man sich im Gegensatz dazu aber nochmal mein Auto anschaut, da ist dezent mehr kaputt. Ich verstehe gar nicht, wie das so passieren konnte. Wir brauchen auf jeden Fall wieder eine neue Tür, wie man unschwer erkennen kann. Der Breitbau ist Gott sei Dank noch ganz. Nur hier unten drin ist der Kotflügel halt gut im Arsch. Aber Breitbau ist ganz, das ist mal wichtig. Jetzt das eigentliche Faszinierende. Wir haben mega massive Querlenker und was weiß ich. Ich habe noch nie gesehen, dass ein Querlenker so aussehen kann. Guckt euch mal den Querlenker an. Der ist eine komplette Banane. Spurstange auch, hier komplett krumm, schöner Knick drin, auch der E36 Achsschenkel hier gebogen, hat auch einen schönen Knick drin. Die Nase des Federbeins hier oben, auch so leicht schräg verbogen. Also das ist wirklich irreparabel krumm. Das Frontblech hier vorne haben wir leicht nach oben gestaucht, deswegen passt jetzt hier das Fitment mit dem Kotflügel nicht mehr so gut. Das ist aber eine Lappalie, also das können wir leicht dengeln. Aber ohne weitere Ersatzteile ist das hier nicht reparierbar. Auch die Kolbenstange vom Federbein oben hat sich verbogen. Also dadurch, dass ich den Martin auf die Bashbar draufgefahren bin, ist meine komplette rechte Fahrwerksseite im Arsch. Es hat sich wirklich nicht krass angefühlt. Ich war nicht so schnell. Was waren das? Vielleicht 20, 25 km/h, wenn überhaupt. Aber es hat sich auf jeden Fall gut ausgewirkt. Ich finde es so krass. So krass. Wie gebogen das Ding ist, Alter. Das ist. Der Plan ist jetzt auf jeden Fall der folgende. Aufgeben ist keine Option. Deswegen haben wir den Kollegen, der uns die komplette Vorderachse mit Lenkwinkelkit und so weiter und Federbein vorbeibringt. Der fährt extra hierher. Seht ihr dann nachher noch. Wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an, alles hier rauszurupfen. Weil wir wollen natürlich weiterfahren. Mit einer Metallstrebe. Jetzt tun wir gerade noch das Innenleben vom Kotflügel ein bisschen flicken, dass es besser zusammenhält. Und dann heißt es nur noch auf die Teile warten, die ankommen müssen. Und was richtig geil ist, da ich jetzt so lange nicht fahren kann, erfüllt mir der Manni einen kleinen Traum. Und zwar lässt er mich mit seiner S14 fahren, mit der Molly. Habe ich richtig Bock, Alter, mal ein richtig schön turbo aufgeladenes S14 Beast fahren. Der einzige Turbodrifter, den ich bisher gefahren habe, ist dieser MX5 vom Leon, den wir in Altstadt mal gefahren haben. Bin echt gespannt, wie das dann mit der Silvia abgeht. Okay, let's go. Ich sitze in der S14. Boah, Pedal ist schon. Geht das so? Geht der Sitz weiter vorne? Nein. Ich bin scheinbar ein bisschen kürzer als du. Ja, kleinere Beinchen. So, wo ist Wasser? Wo muss ich drauf gucken? Wassertemperatur ist unten, 83. Ja. Genau. Ab wann soll ich kalt fahren? So
101 bis 103. Setzt einfach ab und fährst den kalt. Denk dran, ne? Machst du kaputt? Musst du es bezahlen. gut, bei 100 Wasserpause. Genau. Hier ist ein Wischwasserbehälter hinter mir. Der ist so Sprühdüse zur Kühlung. Kannst du ab und zu mal anmachen, wenn du kalt fährst. Okay. Ne? Sonst eigentlich alles zweiter Gang, oder? Ja, größtenteils. Ja? Hältst du halt den Winkel relativ flach und du brauchst gar nicht so viel mit dem Lenkrad-Tracing oder so. Das Auto lenkst von alleine. Oder so. So ein großes Feuerball, Junge! I'm coming through, they wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a painful route. Extra, extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna black on my blessings. They thought I lost a snapping. I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'. Put on for the whole city. Yeah, I got them rockin' with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm reppin'. Sending emojis, I'm blowing a pack of that OG. Yeah.
Das sieht interessant aus, was ihr hier macht. Muss so. Scheiß Polen-Ankerblech raus. Ui. Langsam. Alter, du wolltest einfach nur driften, ey. Scheiß drauf, Digga. Er sieht schon echt süß aus, Alter. Sehr schöne Arbeit. Alter. Scheiß drauf, du kannst halt einfach immer noch driften, ey. Ich hoff's. Safe, Alter. Wenn die diese Tour mal die Scheiße festschweißen. Am besten hier über der Dings Ölauffangbehälter Scheiße. Die Karre ist weg, Alter, das ist geil. Alter, das ist so fett. Digga. Danke, Mann. Ey, easy, kein Thema. Alter, das heißt, du kannst heute noch driften und morgen, ey. Jetzt erstmal schauen, ob die Karre gleich wieder auseinanderfliegt. Die erste Runde muss ich mitfahren. Wir haben das Unmögliche Mögliche gemacht. Dank meinem größten Fan, Polendioxid. Danke, dass du hergekommen bist. Er ist extra 3 Stunden hergefahren, hat mir die komplette Vorderachse gebracht mit fertigem Lenkwinkelkit. Das haben wir jetzt mit Gewalt über Stunden hinweg hier reingezimmert. Die meiste Arbeit hat der Manu gemacht, während ich mit großer Freude einfach Nissan Silvia gefahren bin. Wir haben jetzt die Spur nach Auge eingestellt. Wir sind tiefer als vorher, wir haben mehr Stürze als vorher. Wir werden jetzt mal auf die Strecke fahren und gucken, wie sich das Ganze überhaupt verhält. Aber ohne meine ganzen Mates hier wäre das absolut nicht möglich gewesen. Liebe geht raus. Danke, ihr zwei Hübschen. Ich bin gespannt, wie sich es verhält. Das Lenkwinkelkit, das zeige ich euch dann mal, wenn wir mehr Gelegenheit dazu haben. Aber ich habe jetzt nur noch 1 Stunde zu fahren maximal, dann ist Schicht für heute. Deswegen wollen wir raus und testen, machen wir jetzt auch direkt, aber auf die Strecke. Klepperbeule links, aber es schleift. Uiuiui. Ui, ui, ui. Was schleift? Irgendwas schleift beim rechts einlenken. Der Kotfliege. Ja. Ist. Irgendwas, was auf der Strecke lag, keine Ahnung. Boah, es fühlt sich ganz komisch an. Ohne zu driften direkt schon gemerkt, dass wir zu tief sind. Deswegen machen wir jetzt mal das Fahrwerk gleich nochmal ein Stück höher, um 1,5 cm. Und jetzt geht es nochmal raus und wir gucken, ob es jetzt endlich passt. Ich habe auf jeden Fall schon gemerkt, dass mit dem Fahrwerk die Vorderachse deutlich schwammiger ist. Dann gucken wir mal. Das Lenkrad ist leicht schief. Ist am nächsten Weg. Ja, irgendwas klappert hier bei mir.
Das war eine schnelle Runde. Ja, Reifen im Arsch. Tu mal noch mal schnell wechseln. Don't you know if I'm bit up, you got to to the end, crib outside the city, I don't feel safe in my ass. Took so many years, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, it's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up, bankroll, bankroll, euro, peso, peso. Add it up, add it up, I'm just doing me, everything is on me. You hating on me, it's not adding up. I do roll like a Mack truck. Country heart, I'm a cop of farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car car till you tat it up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me, I put the ladders up. Ich begrüße euch am vierten und letzten Tag in Eisenach. Ihr habt es gesehen, wir haben Snowy wieder zum Laufen gebracht. Ist unglaublich, was die Leute um mich rum gestern geleistet haben. Snowy steht wieder da mit neuem Querlenker, neuer Spurstange, eine ganze Achse mit neuem Lenkgetriebe gebracht, neue Federbeine, neue Querlenkerlager. Die ganze Vorderachse ist quasi neu, also nicht nagelneu, aber neu gebraucht. Wir werden uns daheim auf jeden Fall nochmal anschauen, was kaputt gegangen ist. Dann seht ihr auch alles unten drin nochmal ordentlich. Es ist echt krass. Der Martin hat mir einen Traum erfüllt, indem ich 1,5 Stunden mit seiner Silvia durchdriften durfte und das Auto läuft und läuft und läuft und es hat so Spaß gemacht. Und gleichzeitig sind Manu und Maeve und so weiter voll am Hasseln und reparieren mein Auto. Es ist, keine Ahnung, das war's. Man kann es nicht besser haben. Es war zwar was kaputt an Snowy, aber ich hatte so ein geiles Wochenende. Es war so nice. Ich hatte trotzdem relativ viel Fahrzeit mit Snowy. Ich habe jetzt noch 8 Reifen übrig. Das heißt, wir haben 28 Reifen kaputt gemacht. Natürlich konnten wir nicht das volle Potenzial der Reifen ausnutzen, weil ich halt immens viel Sturz hinten habe. Ich muss irgendwie den Sturz rauskriegen und da führt dann nichts dran vorbei, entweder eine DTM-Hinterachse zu bauen, also die 36-Achse umbauen, oder eine andere Hinterachse einbauen, so von der 39 oder so. Ist aber alles mit immens viel Arbeit verbunden. Für mich ist das Event an der Stelle vorbei. Ich werde jetzt den Hänger anhängen, Snowy aufladen und dann ab nach Hause. Weil nach 4 Tagen Drift-Event, muss ich sagen, bin ich echt hart am Arsch. An der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank an alle Helfer, die da waren, an alle Homies. Ich wünsche euch was, meine Lieben. Macht es gut, wir sehen uns im nächsten Video.